So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 23 Breaking Point, Kapitel Nummer 12. Den großen Preis von Großbritannien ein paar Wochen später. Ja, nach dem Unglück hattest du ein Fahrrad los und hofft, konntest wohl auf den traditionsreichen Silverstone mehr auf mehr Beständigkeit. Boss, hier ist noch was für dich. Was haben wir denn hier jetzt? Konntest du mal so einen Artikel von führenden Motorsportlern und Websites zu Wort kommen? Die Geschäftsleitung und die Fahrer wurden zu einem Fotoshooting in der Mitte nach dem kommenden Grand Prix von Österreich eingeladen. Okay. Es gibt einige Probleme. Okay, weigert sich wegen Davids Anwesenheit daran teilzunehmen. Wie sollen wir damit umgehen? Kellys Beziehung zu ihrem Vater ist kompliziert. Ich denke, es wäre das Beste, wenn sie diesmal außen vor lassen. Was sonst die Saison schon zu viel Aufmerksamkeit von der Presse bekommen. Vielleicht könnte der Fokus auf den München Monotiv von Konnersport legen. Kompromiss wäre, ich verstehe, dass es eine heikle Situation ist, denn Kerr mit Kelly in vorderen Grundrichtung, wenn er sagt, dass er nicht teilnehmen kann, egal wie er reagiert. Und? Ja, wir unterstützen. Wenn sie damit keinen Bock drauf hat, dann machen wir das so. Lukas Weber, den kennen wir ja noch aus dem letzten Teil. So. Was haben wir denn hier? Machen wir ein Kapitel. Machen wir einen Kompromiss. Jo. Alles klar. Schon wieder ein scheiß Anruf. Andreo. Hast du den Artikel gelesen, der gerade die Runde macht? Es ist jetzt schon 3 Wochen her und die Presse schreibt immer noch über die Rivalität bei Konnersport. Sie brauchen nur eine Story für Silverstone. Achte gar nicht darauf. Aber Sie haben ja recht. Es ist ja nicht so, als würden sich Kelly und Aiden plötzlich wie ein Team verhalten. Sie brauchen Zeit. Ich habe auch eine Weile benötigt, um mit Aiden warm zu werden. Das liegt daran, dass du ein mürrischer alter Mann warst. Ja, manche Dinge ändern sich wohl nie. Ha, jetzt bist du nur noch mürrischer und älter. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Tschüss. So. Alles klar. Warte mal, ist so ein bisschen was dazugekommen. Schön, okay. Gehen wir mal rein ins Rennen. Während des Rennens, also wieder kein komplettes Rennen, Gott sei Dank. Ich mag es sicherlich in der 6 Runden. So, Vorrunde 9. Sollen wir eben überholen. So, was haben wir denn? Top 10 ins Ziel kommen? Wir sind momentan noch 16. So, ich muss mich jetzt ein bisschen rein ins Rennen finden wieder. Das dauert immer noch so ein, zwei Meter. So, wir sind 16, wie gesagt, und wollen natürlich erstmal vorne 9 Jackson überholen und dann uns so weit wie möglich vorne nach vorne arbeiten. Platz 10 ist das große, ist das Bonusziel. Das möchte ich natürlich gerne erreichen. Aber das Primärziel heißt Aiden Jackson, der ist vor uns. So, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Ich brauche mal ein bisschen, ein paar Meter brauche ich immer. Die haben auch dieselben Reifen drauf. Ich habe bisher nur ein Gefühl, dass noch was passiert gleich. Aber die sind alle schön beieinander, das ist der Vorteil. Da zieht er schön zurück. So, jetzt hat sich das Ziel ein bisschen aktualisiert. Wir sollen ihn nicht vorbeilassen, wir haben ihn kassiert. Entschuldigung. So,
So, jetzt sind wir natürlich erstmal vorbei an allem. Jetzt kann ich mich durch das Feld arbeiten. Ah, der fließt zurück, genau. Schön gemacht, gut gemacht. Joe und Alonso, dann hätten wir die Top 10. Und dann hätten wir auch das Bonusziel. Wir haben noch 5 Runden. Ju ist der 11. Alonso ist der 10. Damit haben wir uns sogar auf dem Kurs der letzten Runde, aber das würde uns jetzt gar nichts bringen, weil wir nur auf Platz 12 liegen. So, den Ju ein bisschen überrascht. Jetzt, aber Alonso wird uns gegenhalten. Da bin ich mir sicher, der wird uns nicht freiwillig ziehen lassen. Und sage ich, er wird sich freiwillig gehen lassen. Der Vorteil haben wir mit ein bisschen DRS. Na gut, jetzt muss er natürlich. Jetzt muss er gerade zurückziehen, jetzt habe ich ihn wieder so lang geraten. So, muss ich nochmal den Konter laufen lassen. Da habe ich so Zein. Nee. Doch. Wittenberg ist vorne, der ist überrundet. Oder wird überrundet, sagen wir mal so, letztes auf freiwillig ziehen. Danke Nico. Gut gemacht. So, davor ist jetzt wie gesagt Norris. Das ist ein oranger Punkt, oder ist das? Piastri ist es nicht. Der liegt ein bisschen weiter knapp hinter uns, nicht weit, aber knapp. So. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 1,9 Sekunden. Ich bin dran. Momentan nimmt man sogar einen Bonuspunkt. 4 Runden. Ja, mal gucken. Vielleicht wie schön wir durchs Feld durchkommen. Aber ich glaube, diesmal ist es zu lang. So, ich habe den Norris jetzt gerade nicht dazu kommen lassen, dazu zu rüber zu ziehen. Wow. Gut, der ist Brite, der will natürlich in seinem Grand Prix zeigen, was er kann. Jetzt habe ich ihn aber. Alles andere hängt jetzt davor, ne? Das ist jetzt nicht alles beieinander. Wir haben noch 3 Runden. Vielleicht kriege ich sie ja jetzt nach und nach aufgeschlüpft. Wir sind aber 9. 3 Runden vor Ende. Die sind alle jetzt schön aufeinander da vorne. Sainz und Moda und der Rest. Der Rest vom Schützenfest. So, schön außen an Sainz vorbei. So, da wir noch beim Messpunkt hinter zu Loda waren, gehen wir natürlich jetzt schön vorbei. Da kriegen wir das DS, obwohl wir vorbei sind. Perez und Leclerc sind die nächsten 2. Na, da haben wir schon mal 5. Also wie gesagt, wir sind ja alle jetzt beieinander. Ich sehe ja sogar schon den Firmenführer. Wir haben ja alles jetzt aufeinander hier vorne. Perez wieder mit seinen harten. 11,8 Sekunden. Vergiss es, Perez. Das hat er jetzt gerade schön versucht, da uns außen die Bahn zuzuwerfen. Ich habe es jetzt einfach gerade mal komplett. Wow, Con mit da drin.
Wo kriegst du vielleicht wieder einen von denen außen? Wenig wie Sainz jetzt auch den Leclerc außen an der Außenlinie vorbei, der gleichen Ecke. So, Ocon, das ist, der ist immer für so ein Ding gut. Ja, 4, 3 und 2 und der erste führt. Oh, Moment. Der möchte natürlich jetzt da vorbei. Was ist das? 2? Dann führt Hamilton. Ja, nur Ocon bin ich vorbei. Verstappen. Wir haben eine britische Doppelführung sogar. Verstappen jetzt versucht vorbeizugehen. So, den Russell, den kassiere ich jetzt gerade direkt mal mit. Und weil ich den Schwung schön mitnehmen kann, hole ich mir auch den Verstappen. Boah, da müssen wir aufpassen jetzt. So, vorletzte Runde. Wir sind dran an Lewis Hamilton. Kann der Brite hier sein Heimrennen gewinnen oder machen wir es zu? Ich will es natürlich verhindern. Also wie gesagt, wir hatten ganz kurz mal eine Doppelführung für Großbritannien. So, der ist schon mal nicht, weil wir zu weit weg waren. Was sagt man denn? Was auf hart? Also wird man komplett auf hart. Und ich liebe diese Ecke hier, ne? Ja, habe ich auch schon beide Ferrari kassiert. Jetzt hole ich mir den Hamilton weg. Na, warte mal, der ist noch nicht weg, der Hamilton. Das hat er gut gemacht, also schön dran geblieben. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen zu sicher war, dass ich jetzt vorbei bin. Ich hätte mich kassieren schön auf der gleichen Ecke. Aber jetzt habe ich natürlich das Vorteil, jetzt habe ich den Vorteil bei DS und jetzt bin ich jetzt rausgekommen. Jetzt ist er weg. Vorletzte Runde gleich zu Ende. Der Sektor 2 war violett, aber ich sage auch ein bisschen daran, dass wir überholen waren. Wollen wir es? Jetzt können wir zur schönste. Ne, wir haben sogar schönste Runde. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, das zu verbessern, wenn wir jetzt ein bisschen freie Bahn haben. Das Überholen war natürlich jetzt. Klar, wir haben es natürlich super jetzt hingekriegt. Jetzt ist das schon mal rot, das heißt, also da nichts mit der Verbesserung. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Zweiter Sektor ist schon mal violett. Und auch Großbritannien gewinnen wir. Und wieder ein Beispiel für die Rivalität der Connorsport-Fahrer Jackson und Mayer. In dem Fall müssen wir aber auch über Ackermann reden. Er muss diese Situation in den Griff bekommen. Das ist der Job. Egal in welcher Saison und mit welchen Fahrerinnen und Fahrer, Connorsport funktioniert einfach nicht als Team. Was können Sie noch tun?
Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Ja, haben wir's. Dieses Wochenende zumindest. So. Caddy, das ist Ihr erstes Formel-1-Rennen in Silverstone von den heimischen Fans. Was bedeutet das für Sie? Ein Traumwetter. Fans zu sehen, die mich anfeuern, hat mich wirklich angespornt. Als kleines Mädchen habe ich mir hier selbst die Rennen angesehen. Das bedeutet mir alles. Ein Traumwetter. Cool, sie ist ja Britin. Das ist ganz schön eng. Sie lassen sich gegenseitig nicht viel Freiraum da draußen, oder? Ich gebe ihm gerne etwas Freiraum, aber herauszufinden, wie der andere auf der Strecke agiert, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Im Moment habe ich das Gefühl, er ist etwas reizbar, aber ich hoffe, das legt sich noch. Es gab viele Spekulationen über die Rolle, die Ihr Vater, Davidoff Butler, bei Ihrer Einstellung bei Connorsport gespielt hat. Was sagen Sie dazu? Ich werde keine weiteren Fragen über meinen Vater beantworten. Fragen Sie ihn selbst. Super, danke. Ja, das ist vielleicht besser so. So. Ja. Irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren, wie das eigentlich hätten. Können wir noch einen Anruf? Ja. Hi, Mom. Kelly. Ich weiß. Ich habe das Interview abgebrochen. Ich muss geduldiger werden. Du musst die Presse für dich gewinnen, Schatz. Du darfst sie dir nicht zum Feind machen. Ja. Ach, was. Und dann auch noch Natalie Pinkham, Kelly. Es nervt einfach, wenn sie nach Dad fragen. Sie macht doch nur ihren Job, die arme Frau. Ich bin sicher, sie versteht, dass ihre Fragen manchmal nicht gut ankommen. Sie ist auf deiner Seite. Das weißt du doch, oder? Es geht nicht um Natalie Pinkham, Mom. Nein, aber im Grunde geht es doch darum. Ich werde in Zukunft netter zu ihr sein. Jetzt zufrieden? Ich hoffe, du bist zufrieden. Das war ein tolles Rennen heute, Schatz. Danke, Mom. Ich muss noch was erledigen. Und tschüss. So, E-Mail noch kurz checken, ob da noch irgendwas Wichtiges drin ist. Nö. Gut. Okay, und das nächste Kapitel sehen wir uns dann nächste oder übernächste Woche Freitag an. Das wäre dann Kapitel Nummer 13. Ja, 13 ist es dann. Nächste Woche hoffe ich, dass wir zusammenkriegen, dass ich mich mit dem Markus treffen kann, dass wir dann wieder ein Online-Koop-Rennen sehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche hier bei Breaking Point 2. Bis dahin. Tschüss.